So, ich schau mal ganz kurz an den Strand, ob da vielleicht noch eine Flaschenpost liegt. Nö, heute nicht. So, dann wollen wir mal wieder hier hingehen. Ich nehme mal mein Geld wieder mit. Vielleicht hat Kikleon mal wieder einen Belebersamen für mich. Och, Teddy Ursa heute ganz alleine. Wo ist denn Ursaring? Ich habe es gehört. Die Knuddelf-Gilde macht sich bald zu einer Expedition auf. Viel Glück dabei. Ich hoffe, dass ihr für die Expedition ausgewählt werdet. Über Ursaring sagt er nichts. Dann schauen wir doch mal hier. Kekleon, hast du was für mich? Du hast keine Belebersamen. Du hättest allerdings zwei rosa Gummis. Wie viel Belebersamen habe ich denn momentan? Das würde mich dann mal interessieren. Moment, erstmal schauen, was wir hier so haben. Ein Schlaffsamen haben wir hier auch noch. Ich habe einen Belebersamen dabei. Sinelbeeren reichen mir eigentlich zwei. Weißgummi lagern wir auch mal ein. Ich habe hier noch was zum Verkaufen. Insgesamt habe ich vier Belebersamen damit. Okay. Das Goldband will ich aber auf jeden Fall mal verkaufen. Dann kriege ich nämlich eine Menge Geld davon. Habe ich das jetzt mitgenommen oder nicht? Ich glaube nicht. Bin ich echt wieder so verplant schon wieder? Ja, bin ich. Dabei fange ich doch gerade erst mit der Aufnahme an. Das fängt ja schon wieder sehr, sehr toll an. Nee, erst verkaufen. Danach kaufe ich mir die beiden Gummis und die lagere ich dann erstmal. Das möchte ich nicht verkaufen. Ich möchte aber diese beiden rosa Gummis haben. Schauen wir mal, ist Diktri heute wieder da? Ja, ist er. Die Expedition rückt rasch näher. Es wäre schön zu sehen, wenn ihr beide als Mitglieder ausgewählt werden würdet. Oh, was mich betrifft, es steht außer Frage, dass ich dabei sein werde. Was? Für wen haltet ihr mich? Wie beleidigend von euch. Ups, habe ich ihn jetzt versehentlich. Ja, ich habe ihn versehentlich nochmal angequatscht. Das kommt davon, wenn man A-Knopf spammt. Okay. Die beiden Gummis lasse ich mal bei Kangama. Für den heutigen Dungeon brauchen wir sowieso nicht allzu viel. Ich würde gerne das ganze Geld einlagern. Dann geht's jetzt zur Feuchtklippe. Wir haben ja hier eine Menge Jobs zu tun und ich kriege auch mindestens ein Blaugummi davon. Ich habe noch einen Ruckzuckhieb fixiert. Wir sind hier sowieso direkt bei der Treppe, das ist sehr schön. Und schon wieder. Lohnt sich eigentlich nicht dafür, extra Link-Attacken zu verwenden, aber was soll's. Jetzt haben wir aber das Glück. Moment mal, mein
Missionsziele sind dann in echt in den letzten paar Ebenen. Jupp. U4, U5 und U6. Okay, dann haben wir hier unseren Ganoven. Jawohl, erstmal zweimal daneben hauen, das ist ja sehr schön. Ja, den hier müsste ich vielleicht zuerst mal loswerden hier. Okay, den Ganoven haben wir erledigt. Nein, ich möchte den Dungeon nicht verlassen. Ich möchte das Abenteuer fortsetzen. Wir haben einen Haufen Items. Und da haben einen Haufen Pokémon irgendwelche Items noch mit aufgehoben. Ah, da liegt der Heilsamen im Wasser. Ich hätte zwar eine Möglichkeit gehabt, den jetzt zu holen, aber... Ach komm. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt so viel, die ganzen Items. Okay. Erstmal folgendes. Wie war das nochmal? Genau. Ihr geht alle mal selbstständig so hin, dass ihr in die Reichweite des Gegners kommt. So. Wir werden verwirrt. Nein, ich möchte den Dungeon immer noch nicht verlassen. Ich möchte hier noch ein bisschen weiter erkunden und vor allem, weil ich auf der 6. Ebene ja noch einen Job zu machen habe. Uch, 4 Pokémon und so viele Items hier. Sollte vielleicht die Taktik mal wieder umstellen. Auch. Ist ja richtig praktisch. Was ist das für ein Samen? Ein Schlafsamen. Das ist sehr schön. Hier haben wir noch einen Taubsamen. So, und jetzt müssen wir hier noch jemanden retten. Ein normaler Angriff hier schon ausreicht, um die Viecher K.O. zu setzen. Na gut, ich bin ja auch hardcore überlevelt für den ganzen Scheiß hier. Da ist ja das Hauptspross. Ups. Da. Bin noch nicht durch, nicht durch. So, jetzt. Können wir aber gehen. Ein Blaugummi. Und ein Goldband, das ist sehr schön. Wieder eine Menge Geld. Poké, 10 Georockbrox und 20 Erkunderrangpunkte. Hier kriegen wir nochmal 150 Poké und 15 Punkte. So langsam könnte Kapitel 6 mal zu Ende gehen.
übliche Dialogzeilen, die ich nicht mehr vorlesen werde. Bis auf die hier. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Tut zwar meinen Stimmbändern überhaupt nicht gut, aber was soll's. So, was dürfen wir heute machen? Wir dürfen heute wieder Wachdienst machen, okay. So. Dann schauen wir mal, wie gut wir das diesmal machen. Das ist mit ziemlicher Sicherheit ein Pliprin, aber ich warte kurz. Ja, das ist ein Pliprin. Auf alle anderen hätte der Fußabdruck eh nicht gepasst. Was ist... Oh Gott, was ist denn das? Da fahre ich jetzt aber definitiv den... Under of the Hell, so noch Wasser? Okay. Dann ist es Chelterra. Das sind komische Sachen. Was haben wir hier? Tipp fast auf Lucario, aber ja, der Tipp, der war so eindeutig, wie er nur sein konnte. Es gibt ein, bis Gen 4 nur ein Pokémon mit dieser Typkombination. Dann, was haben wir hier? Ich meine, das ist Nidoking. Den hatte ich schon ein paar Mal. Was haben wir hier? Ich würde fast vermuten, dass es sein Dame ist, aber ich warte mal ganz kurz. Nö, okay. Dann ist es Impagator höchstwahrscheinlich. Ich bin mir jetzt zwar nicht sicher, aber ja, hat gepasst. Einen haben wir noch. What the? Den habe ich ja noch nie gesehen. Aber ich würde fast vermuten, dass es Panferno. Auf alle anderen hätte er nicht gepasst. Zwar beide Joker verwenden müssen, aber es hat gereicht. Zweimal darf man ja falsch liegen. Das ist ja gerade das Schöne. So. Was kriegen wir denn diesmal als Belohnung? 300 Poke, einen Defense-Schal, das ist sehr schön. Ein Belebersamen, das ist super. Und einen Heilsamen, das ist auch sehr schön. Und da gibt's wieder mal Abendessen. Dienstage sind wenigstens so schön kurz. Aufgestanden oder ab dafür! Es ist morgen! Dann tun wir mal wieder in Slow Motion das Spiel speichern und dann schauen wir doch mal. Heute wahrscheinlich wieder ganz normaler Jobtag. Genau, ganz normaler Jobtag. Dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn? Zweimal Strandhöhle, Stachelberg, Wasserfallhöhle, Wasserfallhöhle, Apfelwald. Das ist eine Erkundungsmission. Ich mag Erkundungsmissionen nicht. Die sind genauso schlimm wie Escort-Missionen. Ich hätte zwei in der Wasserfallhöhle. Wobei einer in der Wasserfallhöhle ebenfalls. Au, au, au. Aber da gibt es eine geile TM.
Eine TM, die ich zwar für keins meiner Pokémon wirklich brauchen kann, aber ich habe hier zumindest mal eine Bestätigung, dass diese TM in Mystery Dungeon existiert. Das habe ich mich nämlich sowieso schon immer mal gefragt. Mit einem anderen Pokémon in einem anderen Spiel habe ich diese TM nämlich eine halbe Ewigkeit gesucht und habe sie nie gefunden. Deswegen habe ich ihre Existenz angezweifelt. Das ist gut zu wissen, dass sie existiert. Sehr gut sogar. Also hier würde ich eine TM und ein Aleatoskop bekommen. Das ist zumindest schon mal etwas, auch wenn es Erkundungsmissionen bzw. Escort-Missionen sind. Die waren Wasserfallhöhle, oder? Was haben wir denn hier? Das ist jetzt die Frage, packe ich die schon? Es wären eine Menge Jobs und... Moment mal... Bis zum nächsten Rang bräuchte ich 1200 Punkte noch. Das dauert noch eine halbe Ewigkeit. Aber somit könnte ich das Ganze wesentlich beschleunigen. Ich meine, das gibt einen Haufen Punkte, wenn ich die alle machen würde. Ich nehme die jetzt einfach mal alle mit. Und schau, ob's geht. Schauen, wie weit ist denn die Escort-Mission und wo weit sind die Ganoven-Missionen? Also, die geht bis U8. Ich habe eine Escort-Mission, die mich an einer Ganoven-Mission vorbeiführt. Das ist sehr tödlich, normalerweise. Hier sitzt aber trotzdem einfach. Und zwar muss ich dafür allerdings jetzt jemanden da lassen, weil ich ja eine Eskorte dabei habe. Das heißt, ich lasse Charlellus mal ganz kurz da und behalte Destiny weiterhin im Team. So mal ein Item geben oder so. Moment, geht das auch? Oder was ich das im Dungeon machen? Ich habe sogar eine Seamail-Beere. Ich glaube, die habe ich alle im Lager. Sind die gleichen Pokémon wie letztes Mal hier. Das heißt, sie haben auch höchstwahrscheinlich keine neuen Dialoge. Was haben wir denn? Du hast heute gar nichts. Also zumindest nichts, was ich brauche. So, dann wird erstmal ein bisschen was gelagert. Schlafsamen könnte ich sogar ganz gut brauchen, aber ich weiß nicht, ob ich so viele brauche. Top-Elixier nehme ich mal ein, wobei ich nehme mal zwei mit. Es sind ein Haufen Sachen mit dabei unterwegs, die ich einen Haufen AP brauchen könnte. Dann. Ups, ich werde das sortieren. Ich nehme mal hier den Defense-Schal und das Goldband mit. Den Blaugummi behalte ich mal, aber ich nehme diese drei hier mal mit. Für Blaugummis habe ich später noch eine ganz, ganz andere Verwendung. Habe ich die jetzt mitgenommen? Ja. Yep. Ein paar Blaugummis muss ich mir aufheben. Dictry ist immer noch da, der wird wahrscheinlich denselben Dialog haben wie vor 2 Tagen.
Statusladen hat auch noch nicht auf. Wundert mich auch nicht, der macht, glaube ich, erst nach der Expedition auf. Du kannst auf jeden Fall mal mein ganzes Geld haben. Ups, und jetzt, da fällt mir wieder ein, was ich vergessen habe. Ich wollte das Goldband noch verkaufen. Nee, nicht kaufen, ich wollte verkaufen. Hier kriegst du ein Goldband. Kriegen wir wenigstens einen Haufen Kohle von. Kann ich eigentlich... Ja, den kann ich ihm geben. Damit er wenigstens auch ein Item trägt. Ups, und jetzt habe ich wieder was vergessen. Ich wollte die restlichen 2000 Poké noch ans Zwielicht geben. 4000 Poké haben wir jetzt. Das ist doch schon mal ein sehr ordentlicher Betrag und ich kann mir demnächst mal ziemlich alles leisten, was ich will.